Hallöchen, liebe Bastelfreunde, und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge für die U96, das Multifunktionsmodell aus dem Hause Aschett. Wir werden heute die Ausgaben 36 bis 39 abarbeiten, und das wird auf jeden Fall, wenn ich mir die Blister hier so angucke, ziemlich viele Kleinteile. Deswegen würde ich es wieder so wie bei den letzten Videos machen. Ich tue mal ein paar Teile vorbereiten und zeige euch danach dann das Ergebnis. Lasst ihr gerne ein kostenloses Abonnement hier auf dem Kanal da, einen Daumen nach oben und einen Kommentar sind natürlich immer gern gesehen. So, ich habe jetzt mal schon die ersten zwei Teile eingeklebt, also hier diese zwei Hülsen einmal zusammenkleben und dann hier einsetzen. Dann das große Steuerrad hier, was auf diesen weißen Pin quasi ist, hier unten einmal einkleben. Dann nehmen wir uns diese Leitung hier und setzen die jetzt mit Klebstoffverbund hier so drüber. Das bereite ich mal gerade schon vor. So. Das wird dann hier bloß so reingelegt. Okay, jetzt brauchen wir hier von dem roten Blister, jetzt müssen wir mal schauen, das sind nämlich hier drei verschiedene Typen von Rädern. Wir brauchen als erstes hier die zwei Stück mit F. Und setzen die beiden jetzt hier und hier ein. So, danach tun wir dann, also das zweite mache ich jetzt gleich, und dann werden die ganzen einzelnen Steuerrädern entsprechend der Anleitung überall hier auf den ganzen Armaturen bzw. der Wand verteilt. So, ich habe jetzt hier die ersten Teile der Ausgabe 36 soweit alle fertig eingebaut, ne? Also es sind jetzt hier noch die ganzen Steuerräder, sind noch zusätzlich hinzugekommen, die restlichen roten. Dann ein kleines rotes bleibt übrig, das wird dann hier für diesen Behälter hier zusammengebaut. Gerade mal gucken, wie heißt denn das Teil eigentlich? Steht jetzt gar nicht da. Okay, auf jeden Fall kommen dann noch zwei kleine grüne, einmal, zweimal, und ein großes grünes hier. Die kleine Leitung hier rein, die. Dann gibt es noch ein zweiteiliges Teil aus dem Gussast, welches wir zusammenkleben und hier auf die langere Leitung aufkleben, diese hier fixieren und den Ring hier fixieren. Diese Leitung hier und ein kleines und ein großes grünes Steuerrad bleiben übrig. Oder Handrad. So. Damit haben wir die Ausgabe 36 fertig. Wir können zu 37 überspringen und da bekommen wir das achtere Zentralschott. Das sieht aber auch schon wieder sehr kleinteilig aus. Nein, überschaubar. So. Jetzt sagen wir, wir stellen uns hier mal langsam durch. Hier sind die Teile überschaubar, da gibt es nicht so viele, die sich ähneln. So, das gleich erstmal weg vom Tisch. Okay, so, wir nehmen uns einmal jetzt hier die Schottwand oder einen Zentralschott vor und setzen dieses Bauteil der Passform entsprechend hier ein. Ja. Das heißt, wir machen jetzt hier überall so punktuell ein bisschen Klebstoff hin. Und setzen das jetzt hier ein. So, einmal andrücken. Und dann geht es auch schon mit den nächsten Anbauteilen los. So, wir brauchen als erstes B und C. So,
So, das mit dem kleinen Steckloch hier oben ist C. Das kommt dann einmal da oben rein. So. Und genau nach dem gleichen Schema bauen wir dann auch die anderen Bauteile alle ein. Als nächstes kommen dann hier diese Hülsenteile, die dann entsprechend hier ihrer Form in diese Aussparung hier eingelegt werden. Ja. Dann haben wir wieder zwei kleine blaue Schaltteile, die wir dann hier und hier einsetzen. So, dann kommt der Gussast. Ich mache erstmal bis zu den Bauteilen hier und dann machen wir mit denen nachher weiter. Machen wir es so. So, ich habe die Teile jetzt entsprechend alle eingesetzt und damit fahren wir fort. Dass wir die Teile, die ich vorhin gezeigt habe, jetzt hier nacheinander noch in die Schottwand einkleben. So, den großen Zylinder machen wir hier dran. Den kleinen Zylinder daneben. So, der passt da aber gar nicht rein, sehe ich gerade. So, dann lasse ich ihn so abtrocknen. Okay, so, jetzt haben wir noch das Bauteil. Übrig. Ah ne, das kommt bestimmt hier hinten an die Seite. Ja, genau. So. Auch Kleber rein und dann setzen wir das hier in das unter den schwarzen Kasten. So. So, und jetzt muss man noch überall hier Steuerräder einsetzen, rote. Dafür haben wir jetzt hier zwei große rote, ein mittleres und zwei kleine. Machen wir die zuerst einmal hier rein. Dann hier außen. So, das mittlere kommt jetzt hier über diesen C-Bogen. So, und dann machen wir die kleinen Räder noch hier in die zwei verbleibenden Löcher rein. So, einmal. Und zweimal. So, machen wir weiter mit Ausgabe 38. Da bekommen wir jetzt die Bodenplatte für die Zentrale. So, da müssen wir jetzt hier aus dem Gussast ein paar von den Details hier ausklipsen. Und zwar die Teile A, B und E.
Hier ist einmal hier diese kleine Hülse, dieser Zylinder. Hier muss man aufpassen, dass man nicht den Steckfuß unten mit wegschneiden. Da gibt es eine ganz kleine Abstandskante. Ja, der Fuß da muss dranbleiben, der kleine hier. So, dann braucht man das Teil B, das ist das hier. Mit den zwei roten Augen dran. Und ein geschwungenes Rohrstück. Auch hier wieder aufpassen, dass der Fuß dran bleibt. So. Okay, so, dann geht's los. Nämlich, wir sollen die Bauteile nämlich jetzt hier in diese kleine Platte unten einkleben. Das hier mal nachschneiden. Ich habe den Fuß zu großzügig abgeschnitten. So. Also der soll als erstes hier in die Mitte rein. So, danach kommt das Ganze, mache ich am besten gleich, dann hier drauf. So, wir müssen nämlich gucken, dass hier das, der Steckstift dann nämlich entsprechend hier passt. So. Und dann muss jetzt hier noch das eine Rohrstück drauf. Da nehme ich jetzt die Pinzette für. Und setze das jetzt hier ein. Dann machen wir weiter hier mit den nächsten Details, und zwar mit der Platte C. Ah, ich sehe gerade was, ich habe die Teile hier vertauscht. Ah, dann haben sie die aber irgendwie ein bisschen blöd gekennzeichnet da in der Zeichnung. Denn das kleine Rohrstück hier, wo ich gesagt habe mit dem Fuß, das kommt da nämlich gar nicht drauf. Das kommt nämlich hier auf die Platte drauf. Ich habe mich schon gewundert, wofür der Fuß eigentlich sein soll, wenn man es da gar nicht braucht. Aber hier ist es jetzt richtig. So, Kleber dran. Und die dicke Hülse, die kommt nämlich hier in die Mitte rein. So, die muss da drauf. So, die Baugruppe kommt dann hier auf die Seite. Okay, so. Dann brauchen wir hier den kleinen weißen Nupsi. Und den können wir schon mal wegschneiden. So, da gibt es nämlich jetzt hier von den zwei Rohrstücken gibt es jetzt hier eins, wo hier so eine Aussparung drin ist. Da kommt jetzt hier der Schnuffi rein. So.
So, dann wird das Ganze zusammengesetzt. Und mit dem Ring hier zusammen hier eingesteckt. So, und zum Schluss muss man dann bloß noch das Gerät hier einmal einsetzen. Das passt dann auch nur in eine Richtung hier in den Ring rein. So. Die Hauptlenzpumpe ist das hier. Okay. Gut. Dann haben wir das auch schon fertig. Bleibt noch die Ausgabe 39. Da kommt der Navigationstisch. So. Dann schauen wir mal, mit was wir hier ein bisschen anfangen. Ah, mit den zwei Teilen, okay. Die werden jetzt hier zusammengeklebt. Der Schaltkasten. So, und den bauen wir jetzt auch hier auf die Platte auf. Und zwar hier. Dann haben wir jetzt hier zwei Hälften, die wir ausschneiden und zusammensetzen. Und nach dem Schritt würde ich dann kurz wieder weiterbauen und euch dann am Ende das Ergebnis wieder präsentieren. Sonst wird es wieder mal zu lang. Ne? So, also die klemmen wir noch zusammen. So, dann kommen jetzt hier noch Anbauteile dran aus dem Gussast hier. Und wie gesagt, ich zeige euch dann gleich das Ergebnis. So, Lieben, so sieht es jetzt aus. Ne? Ich habe jetzt hier die ganzen einzelnen Schränke da montiert. Und jetzt haben wir hier nur noch die grüne Tischplatte zum Schluss. Die wird jetzt noch hier einmal oben drüber gesetzt. So, dafür mache ich jetzt hier das Kleber und setze jetzt die Tischplatte hier einmal von hinten ein. So, festdrücken und damit ist das Ganze hier fertig. So. So, Lieben, und damit sind wir auch schon wieder durch. Ne? Wir haben jetzt hier einmal im letzten Schritt die Zentralplatte hier unten, die Schaltkreise, dann die Pumpe, hier diesen Arbeitstisch und hier ist so eine Schrankeinheit. Ne? Das haben wir alles eingebaut. Dann haben wir hier eine Schottwand gefertigt und den einen Dachhimmel hier mit noch mehr Details versehen.
So, ihr solltet jetzt noch einen kleinen grünen Gussast mit zwei verschiedenen Steuerrädern oder Handrädern übrig haben. Und diese Leitung, die heben wir auf, die werden wir dann demnächst einmal brauchen. Und ja, in dem Sinne sage ich dann Tschüss und bis zum nächsten Mal.